Tja. Hi! Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute am Donnerstagabend, kurz nach 8. Es hat einen ganz besonderen Grund, dass ich hier heute sitze. Denn mein guter Freund, der ehemalige Fußballprofi und längst in Vergessenheit geratene Zweitliga-Veteran Ralf Gunesch, der ist für uns nach München geflogen, First Class, um heute bei der Präsentation des neuen FIFA-Teils zugegen zu sein und uns über diese Eindrücke live von vor Ort zu berichten. Und ich freue mich sehr. Ralf ist ja jemand, ist ein herzensguter Mensch, aber er hat so, was so Fußballverständnis angeht, natürlich Nachholbedarf. Auch was das Spielen an der Konsole angeht, hat Ralf ein bisschen Nachholbedarf. Und ich hoffe, dass er heute ein bisschen was dazulernt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe die Demo ja auch selber gezockt zu FIFA, aber viel mehr natürlich nicht. Ne? Also so ein richtiger Stresstest war nicht dabei. Ich hoffe, heute gibt es noch mal neue Erkenntnisse. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass Ralf ein paar Versionen in die Hand gedrückt bekommt, die er dann einfach mal mitnehmen kann nach Hamburg, dass wir hier einfach mal ein bisschen zocken können. Ne? Das wäre doch schön. Ja, wir machen ungefähr eine Stunde Programm für euch aus München und dann sehen wir uns nochmal wieder und dann verabschiede ich euch nochmal ins nächste Programm. Aber bis es soweit ist, werde ich es mir gemütlich machen. Ich habe hier auch sowas. HSV. So. Und so Torwarthandschuhe und also so. Genau. Und natürlich mein Hoffenheim-Becher. Direkt mal einen Schluck. Der Nagelsmann wird ja nächste Saison Trainer beim Hamburger Sportverein. Habt ihr gelesen wahrscheinlich, ne? Ah, Prost. Darauf einen Schluck. Aus dem 1899 Hoffenheim-Becher. Ein Verein, der selbstverständlich auch bei FIFA zu finden ist. Mm. Ah, so. Ich kann es kaum erwarten. Wie lange haben wir denn noch? Guck ich mal auf die Uhr. Der Ralf muss sich noch ein bisschen in Position laufen. Oh, ich glaube, ist gleich soweit. Ich kann dann mal fragen, ob die Leitung schon steht zu Ralf. Noch nicht, ne? Dauert noch ein bisschen. Dann zeige ich euch noch so ein bisschen Sachen aus Ralfs Karriere. Wir haben ja bei uns so ein bisschen ein Museum eingerichtet für den Fußballer Ralf Gunesch, der ja zu den berühmtesten Stollenschuhträgern aller Zeiten gehört. Und das hier ist zum Beispiel der Fußballschuh, den Ralf original 10 Jahre lang getragen hat in seiner Profikarriere. Und den hat er uns fürs Ralf Gunesch Museum gestiftet. Mit den Schuhen hat er auch das Tor, sein einziges Tor damals geschossen. Für den FC St. Pauli, sein einziges Bundesliga-Tor. Und ich glaube, das war tatsächlich gegen Hoffenheim. Kein Witz, sein einziges Bundesliga-Tor. Mmh. Ach, können wir mal eben... Ja, können wir das mal eben... So, einen habe ich noch. Den behalte ich. So. Ja, das dauert noch einen Moment jetzt hier mit Ralf. Der sitzt da jetzt auch in München rum wahrscheinlich und lässt sich da noch irgendwie von den örtlichen Hostessen irgendwie massieren oder was. Keine Ahnung, was da los ist. Machen wir ein bisschen Stimmung. Wir wollen übrigens wieder ein bisschen Be a Pro spielen. Habt ihr da ein bisschen Bock drauf? Wir haben ja neulich mit FIFA 16 ein Team aufgestellt. Und haben dort bei Pro-Clubs sozusagen angefangen. Und wir überlegen, ob wir das nochmal machen sollen. Dass wir quasi so ein Team aufstellen, bestehend aus Eddie und Buddy vielleicht, Timo, Marco, Flo, Gunnar, selbstverständlich, solchen Leuten. Und dann machen wir ein Team und dann spielen wir einmal die Woche oder so, oben bei uns in der E-Sports-Arena, zu fünft. Mal schauen. Pro-Clubs. Da hätte ich Bock drauf. Könnt ihr auch mal schreiben jetzt bitte in den Comments,
Haben wir nicht. Im Forum bei uns, ob ihr da Bock drauf hättet, dass wir das regelmäßig machen. Weil die Wahrheit ist, ich habe da Bock drauf. Und ich brauche aber Unterstützung, um das hier intern rechtfertigen zu können. Es gibt ja immer Leute, die sagen so, ja, Nils, aber warum? Und dann, wenn ihr jetzt sagt, ja, mach das, dann würde mir das helfen, argumentativ. Vielleicht so ein Thread aufmachen, mehrere Threads im Forum aufmachen, wo ihr schreibt, ey, was ist da los? Guck mal, ich glaube, wir haben schon erstes Bildmaterial aus München. Und damit verabschiede ich mich von euch. Das ist nicht Ralf, das ist Amius. Aber wir schalten jetzt live nach München. Ich freue mich sehr auf den Bericht zu FIFA 17 und auf Ralf Gunesch. Und wir sehen uns dann später nochmal. Macht's gut, viel Spaß. Prost. Ihr hört es, viele Menschen sind hier. Aber es sind natürlich auch viele Menschen da draußen im Livestream. Wir grüßen die Facebook-Livestreamer bei EA, bei Xbox, Rocket Beans, über YouTube, Twitch mit BePart Gaming. Und mein Name ist Amius. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, heute Abend ein wenig durchs Programm zu führen. Und ich sage euch eins, Leute, das kann sich sehen lassen. Wir haben eine Menge mit euch vor. Und neben mir steht Ralf Gunesch. Hallöchen. Der Amius, Mann. Hallo. Ehemaliger Profi St. Pauli, Mainz 05, den Aufstieg in der letzten Saison geschafft mit Ingolstadt. Ja. Das ist deine Fußballkarriere, aber auf der anderen Seite bist du Talkmaster, könnte man schon fast sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich versuche mich. Definitiv. Bei der Fußball-Talkshow Bundesliga, bei Rocket Beans TV, aber nicht nur da, sondern auch Kommentator, Experte auf The Zone. So, und du, mein Lieber, du hast uns ein Leckerbissen mitgebracht, denn du hattest schon dir die ehrenvolle Aufgabe, vorab schon mal den neuen Modus anzuspielen. Das ist richtig. Ich durfte mit Alex Hunter, der Hauptfigur, The Journey spielen. Ein ganz neues Format und da ging es darum, ja, ich musste nochmal versuchen, Profi zu werden. Ich fühlte mich zurückerinnert von vor, ich will es gar nicht laut aussprechen. So lange ist es noch gar nicht her. Ah, 16 Jahre sind es schon. Ja, die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit, ja. Du hast sie wieder zurückgeholt. Ich habe sie zurückgeholt, habe natürlich auch ein bisschen was mitgebracht, aber das schauen wir uns später an. Genau, das machen wir mit Ralf Gunesch. Darüber hinaus haben wir ein Showmatch. 4 Jungs, die gar nicht mehr darauf warten können, endlich mal ihre Controller zum Glühen zu bringen. Wir haben ein Gewinnspiel für euch. Ja, natürlich, hallo. Xbox One S. Diese Konsole könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr machen? Leute, wir haben gleich ein Showmatch und ihr müsst einfach nur das Endergebnis erraten bis zur Halbzeitpause des Showmatches. Bitte das Ganze unter den Kommentaren auflisten auf der Facebook-Seite FIFA Deutsch und der Gewinner wird noch in diesem Livestream bekannt gegeben. Ich drücke euch die Daumen. So, dann haben wir eine Unboxing-Session, alles zur FIFA 17 Bundle und zum EA Access. Darüber auch noch über die brandneue Wettkampfvariante for Champions, ja. Was habe ich? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. So, ich glaube, jetzt wäre der Augenblick, mal rüber zu gehen. Ach so, warte mal, Moment. Hier, guck mal. Das hier ist die Xbox One S. Das Ding hier könnt ihr gewinnen. Ich drücke euch die Daumen. So, jetzt komme ich rüber. Mein Gott, hier ist ja bei mir zu Hause schon eine Menge los. Schönen guten Abend. Motrip ist da. Lukas Rieger und viel FIFA. Die Jungs, Arne und Stefan. So, das ist das eine Team. Das ist das andere Team. Motrip, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Ja. In der letzten Woche gab es ein großes Ereignis in Berlin. Oh ja. Ein schönes Konzert. Ich habe mir einiges davon angeschaut. Wow. Hip-Hop meets Klassik. Wie war's? Großartig. Aufregend auf jeden Fall, war ein Experiment. Ist auf jeden Fall gelungen, glaube ich. Die Leute hatten sehr viel Spaß. Es war der längste Applaus, den ich jemals bekommen habe. Ist es so? War sehr schön, rundum gelungen, wirklich. Sehr schön. Ich habe mir auch ein paar Bilder angeschaut. Cool. Adel Tawil mit Halskrause auf der Bühne. Ehrenwert von ihm. Der Bruder kommt mit Halskrause auf die Bühne. Das ist natürlich super. Da freut man sich sehr, dass da die Unterstützung so groß war. Sehr schön. Ja, voll. So, und in der Pause wird natürlich auch immer dann, wenn du nicht auf der Bühne bist, zockst du. Immer. Ja? Warst auch schon auf der Gamescom, hast da auch schon gezockt. Ja. Lukas Rieger ist auch da. Hallo. 17 Jahre jung und was soll ich sagen, in den letzten 2 Jahren hat sich sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Über 300.000 Abonnenten, mehrere Millionen Follower, deine neue Single, Elevate, über 3 Millionen Klicks bei YouTube. Was geht da ab in deinem Leben? Einfach nur krass, kann es gar nicht beschreiben so richtig. Es war einfach, ich weiß nicht, ich wollte einfach Musik machen und jetzt ist es so groß geworden. Ja, Musik machen. Hat man dann überhaupt noch Zeit, auch mal an die Konsole zu gehen? Auf jeden Fall, immer abends nach der Musik machen, beim Studio mal so nebenbei ein bisschen spielen. Sehr schön. Immer dabei. Ihr beide seid das eine Team. Und was soll ich sagen, also
es könnte schwierig werden, wenn die größten deutschen FIFA-YouTuber mit fast über 700.000 Abonnenten hier antreten. Gebt ihr ihnen irgendeine Chance? Ja, wir versuchen auf jeden Fall nicht zu hart ranzugehen. Wir versuchen ein bisschen so auf Skills zu spielen. Aber natürlich, der Sieg sollte da schon drin sein. Wir werden uns auf jeden Fall konzentrieren und versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, oder? Ja, auf jeden Fall. Sagt René, sagt Stefan. Das haben die beiden auch gehört. Nee, ich war gerade im Buschi beschäftigt. Ja, so. Ihr habt eure Mannschaften schon ausgesucht. Ihr seid das Team? Barcelona. Und der FC Bayern. Gut, wir sind also hier in München. Da darf es auch den FC Bayern geben. Also, für FIFA mit Bayern, FC Barcelona, Mochip und Lukas Rieger. Ich würde sagen, Ladies and Gentlemen, lasst uns ins Showmatch reingehen. Und ihr zu Hause, achtet darauf, wie beide Mannschaften spielen, denn ihr habt die Möglichkeit, eine Xbox One S zu gewinnen. Das Aufwärmen können wir gleich Kommt schon überspringen. Ruckelt ja ja nicht. Ja. Ey, wie sind die Einsätze hier? Wie sind die Quote? Die Quote, alle setzen auf Robert euch. Gegen ganz klar, ja, ihr seid der Underdog. Hallo, man muss immer auf den Underdog setzen. Jungs, erstmal welche Farbe? Ja, genau. Als diese beiden wir sind, also ich bin grün. Spielen sie du bist? Gelb? Ist grün. Ja. Ich bin gelb, genau. Rot. Ich bin blau. Alles so. Klar, let's go. Wer sich das merken heute. Konnte, ist bereits jetzt schon Gewinner. Und da sehen wir, mit welchem Personal. Und da seid ihr auch schon drin im Spiel. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie Lukas draußen Rieger bleiben. Also in der Offensive mit Barcelona. Ich glaube, den größten Fehler, den wir machen können, ist, wenn Oha. Wir das Schätze. Der erste Torschuss. Komm, jetzt direkt der Konter. So, was jetzt im Wettbüro abgeht, möchte ich nicht wissen. Da werden noch die letzten Euros. Auf den Underdog gesetzt. Haben wir. So, Konter, komm. Ribéry. Mal weiter. Lewandowski. Komm, Rob, geh. Hat er jetzt von Aschi? So, Robin, meistens eigentlich immer links nach innen in den 16er und dann geschossen. Hat er aber jetzt hier nicht die Möglichkeit. Könnte gefährlich werden nach dem Einwurf für die Bayern. Schwer, ja. Direkt aufregen. Rum. Thiago jetzt. Kommt. Nochmal. Klatschen, Doppelpass. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Ja. Bei was der macht er da? Abwehr wird das nicht leicht. Hast du, komm drauf. Den Ingame-Kommentator haben wir einfach mal für die erste Hälfte angelassen. Mein Schwatzen will ja keiner hören. Die wollen euch sehen. Und schon mal das erste Gefühl dafür bekommen. Ja, wie ist es eigentlich bei FIFA 17? Wie ist denn das erste Anspiel für euch, für FIFA? Wie sehr fühlt ihr es? Ja, wir sind voll drin im Game auf jeden Fall. Also ich feiere das mega. Viele geile neue Änderungen, auch hier beim Freistoß zum Beispiel. Also mega Game auf jeden Fall. Stefan spricht ja, die überarbeiteten Standards an. Freistöße, Ecke, Elfmeter. Aber lenk mich nicht zu sehr hier ab. Ne? Doch, das ist ja natürlich völlig meine Absicht. Bitte. Okay. Komm, jetzt haben wir Platz. Ab da. Arztwechsel mit Lever. Ja, durch. Schön, komm jetzt ab da. Robin! Schieß! Ja! Shit! Lukas und Mochip, sie lassen euch nicht viel Zeit zum Atmen, oder? Nee, aber hast du. Bisher kann Ich will auch ganz ehrlich, so schlecht machen wir uns gar nicht. Bisher. Nee, definitiv. Wir müssen an uns glauben jetzt. Macht weiter so, Jungs. Jetzt Arjen Robben. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Man merkt halt die Eingespieltheit der beiden, aber unsere individuelle Klasse ist dennoch nicht so. Er hält gut dagegen. Ja. Iniesta. Schwach. Jetzt wieder. Ah, die Zeit bleibt leider nicht, weil eigentlich wollte ich auf die Facebook-Seite gehen, um ein, zwei Kommentare vorzulesen. Ja, FIFA Deutsch. Um eben auch zu sagen, um auch vor allem mal aufzuzeigen, wie viele wahrscheinlich die zuschauen, euch supporten. Lukas Rieger und Mochip. Aber Erne und Stefan kommen wieder nicht durch. Ja, die stehen gar nicht schlecht. Die machen hinten zu. Aber gleich klingelt's. Mit Ansage. Adaptive Spielerintelligenz. Besseres Raumverständnis, bessere Aktivitäten ohne Ball, auch das ist eine Verbesserung. Es gibt vier grundlegende Neuerungen bei FIFA 17, aber jetzt erstmal. Habe ich? Nun Mats Hummels.
Franck Ribéry am Ball. Klatschen. Okay. Und jetzt Lewandowski. So, jetzt zieh durch mit Costa. Wird's jetzt gefährlich. Ja, so, für unsere Livestreamer da draußen, wir haben noch 15 Spielminuten Zeit, und legen sich den Gegner langsam zurecht. Zu tippen. Wie geht dieses Spiel aus? Und der, der genau tippt oder am nächsten dran ist, gewinnt eine Xbox One S. Also Leute, tippt die Flanke von Neymar. Oh! Abstoß. Neymar jetzt. Jetzt müsste Lukas Rieger da kommen sein, die Skills hier. Souverän, er hat den Ball. Ja, jawohl. Kommt. Jetzt mal ganz ausnahmsweise okay. Sind die Bayern heute ja. Mal nicht. Stark, setz dich durch, komm. Ich komm unten. Ja, komm jetzt. Stark, Vidal. Setz dich durch, komm. Sehr schön gemacht, das ist ja der Wahnsinn. Abwehr hängt. Wer hätte das gedacht? Also ich auf jeden Fall. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Sauber vom Ball getrennt. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Die letzten 5 Spielminuten Zeit für euch zu tippen. Noch steht es 0-0. Eis aus. Der Ball ist im Aus, das gibt ein Schuss. Das ist schon, Alter. Das ja. Geht ja so, Ian Robben mit dem Einfluss. Geh mit Lever. Lewandowski. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ah, zu eng. Setz dich durch. Ah, die Jungs attackieren gut hier. Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Lukas Rieger völlig konzentriert. Sagt kaum ein Wort. Ja. Ah. Der Ball von Thiago kommt nicht an. Ah, ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr Druck machen. Ja. Stark. So, sie jetzt bleiben weiter. Guck mal hier unten. Warte, jetzt kommt. Ah. Der Pass von Ribéry wird abgepackt. Was macht er da? Da verlieren sie den Ball. 2 Minuten Overtime in der ersten Hälfte. Pass auf unten. Jetzt wird spannend. Mach du, ich geh. Und Barca im Angriff. Oh, die Defensive steht. Aus. Das wollte ich mal versuchen, aber hätte es mal gelassen. So jetzt, ah. Das war Herr Motrip mit dem sehr schönen Skill. Einmal kurz warten, kurz, Jungs. Ja, stellt mal bitte den Ingame-Kommentator aus. Der Kommentator soll aus? Ja, damit man euch noch besser hören kann. Was sagst du? 2. Bisschen mehr schießen vielleicht. Also ich möchte das jetzt hiermit festhalten. Es ist kein Ego-Trip vom Herrn Moderator Amis, das bin ich nicht. Wir wollen einfach unsere Spieler hier auf dem Spielfeld bzw. an den Controllern besser hören können. So, komm schon, jetzt gehen wir rein. Zweite Hälfte, auf geht's, Jungs. Ah, da wird gezaubert, ist ja der Wahnsinn. Da jetzt. Zack, klatschen. Ja, jetzt aber erstmal viel FIFA. Ich weiß ja gar keine Ahnung hier. Doch. Wie auch im starker Wahnsinn. Starker Showmaker. Komm, Robert, zieh durch. Kriegst du? Bring mal die Flanke rein, einfach auf Lever. Komm, Lewandowski. Ja, komm. Der kommt. Lewandowski! Ja! Goal, Barcelona! Komm mal runter, Peter! Gratulation! Ein sehr schöner Herausforderung. Das war sogar Thiago. Thiago mit dem Kopf. Setz dich dagegen Piquet durch, dass man sowas sieht, ey. Schon stark. Lukas Rieger und Motrip leicht geschockt, aber jetzt direkt der Angriff. Wie? Oh, Lionel Messi hier. Abpacen hier. Drauf, drauf. Oh. Da wollen sie uns jetzt nachmachen hier. Klatsch. Ah. Ja, die Pässe sind auf jeden Fall manueller geworden, das ja, muss man schon sagen. Ich habe ja. auch geguckt, ob da irgendwie ohne Hilfe eingestellt ist, aber... Jetzt aber! Stark. Hat nicht direkt weitergeleitet. Oh, starker Pass! Für ein Nein! Schöner Pass! Oh. Weg damit! Weg damit! Aber der Ball ist immer noch heiß! Junge, Junge, Junge. Ey. Das wäre die Möglichkeit gewesen zum Ausgleich in der 56. Minute für Lukas Rieger und Motrip. Schauen sich da beide einmal ganz kurz an mit einem riesen Fragezeichen. Aber ne? Hey, ihr habt noch Zeit. Ja. Ihr habt noch Zeit. Ich gehe bitte. Ja, wer ist das denn, Rakitic? Okay. Warte, Lever. Jetzt durch. Ja. Abseits. Mach ihn, komm. Das war ein klares Abseits. Ja. Riesenrespekt an Lukas Rieger und Motrip. Die beiden haben sich gerade gesehen, abgesprochen und die Abseitsfalle also hinten stehen. Aber wer hat denn da den Trainer angemacht? Wer braucht denn jetzt hier Hilfe? Das nicht extra. Ablenkung. Ja, komm, oben. Stark, direkt durch, komm.
Ribéry nochmal. Ja, gut geschossen, Mann. Ein sehr, sehr schnelles Spiel. Ich weiß teilweise gar nicht, wo der Ball ist. Ja, aber wer macht denn, wer packt denn hier mal die Skills bei euch aus, Jungs? Boah, der kann kommen. Der kommt sogar. Ich geh in die Mitte. Nee, lass dich verlassen. Ja, ich versuch's. Schön. Ah. Konter jetzt hier. Wir gehen erstmal vorbei. Warte, Lever startet. Warte, Lever. Schön. Kriegst du direkt in die Mitte. Kommt. Stark. Jawohl. Ah, der nimmt den Ball nicht mit. Jetzt die Möglichkeit, der Ball ist immer noch heiß. Der Neuer ist da. Ja, der Neuer. Guck mal, der spielt sogar mit. Jetzt werden sie frisch. Hey. Jetzt werden sie frisch. So, 70. Minute. Bin mal gespannt, wie dieses Spiel zu Ende geht. 1-0. Wer im Livestream 1-0 getippt hat, auf der Facebook FIFA-Deutsch-Seite, der könnte nah am Endergebnis sein, aber wie gesagt, es ist noch nicht vorbei. Ganz oben, ganz oben. Ja, geh. Komm. Bleib ruhig. Ich komm mit. Oder so, Junge! Junge! Hau mal den Depp raus. Hau mal den. Ja, da gibt es auch einen fetten Applaus hier in der Isar Post. Was soll ich sagen? Hier geht die Post ab. Ah, den wollte ich eigentlich nicht bringen. Gut. 2-0. Ja, okay. Ja, besser als unser Spiel bisher. Mordschiff, was ist da los? Lukas? Wir sind gar nicht so schlecht, aber die Jungs sind aber sehr gut, muss ich sagen. Gut, die spielen sehr direkt. Aber hält auch gut dagegen. Jeder Pass, irgendwie, der von uns geplant wird, wird schon unterbrochen, bevor er überhaupt passiert. Sehr schwer auf jeden Fall. Lukas, was glaubst du, was ist eure Taktik noch in den letzten Minuten vor dem Ende? Vielleicht nochmal Vollgas geben. Ja, wir geben jetzt alles. Geben wir einfach ein bisschen. Vollgas geben. Ja, mach noch einen. So. Die Devise heißt, alles nach vorne. Alles kann, nichts muss. Ist sehr gut. Für die noch ein bisschen mehr. Ihr könnt entspannt spielen. Ja, wir versuchen jetzt Busgeld, vielleicht noch ein paar Skills Aber man muss jetzt schon sagen, also ihr kennt das schon seit 2011, oder? Ihr habt euch in Düsseldorf kennengelernt, kann das sein? Ja, genau. So. Also seit 2011 das heißt, machen wir den Kanal. Ja. Tun wir uns schon länger, seit 2004 oder so. Ja, ihr seid im Prinzip die FIFA-siamesische Zwillinge. So kann man es auch sagen, ja. Ja, wir brauchen hier noch einen Moment, ja. Ja, einen Moment noch. Aber Jungs, die 4-2-4 ist gut, wenn ihr ein bisschen nach offensiv machen wollt. Ja, auf hier jetzt. Nicht jetzt wird wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Da schnappt sich auch mal eben Mojib einfach den Controller von Lukas Reger, sagt, pass auf, Lukas. Hau den Lukas. Ich helfe dir mal gerade. Passt übrigens auch zu Wiesen, hau den Lukas. Aber da hat Lukas was gegen. So. Messi mit neuer Frisur. Setzt sich da durch. Mit Versehen. Ja. Ja, mehr als 50 Tracks aus über 15 Ländern. Das ist die Musik, die euch auf jeden Fall erwartet. Starke Chance, Jungs. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir Neuer haben. Man könnte sagen, es war eine schöne Bananenflanke, aber irgendwie steht da immer ein FCB-Spieler. Komm, Neuer. Scheiße. So. Aber jetzt, 82. Jetzt könnten sie, der zieht noch. Ah, der ist raus. Jetzt kommen wir mal Konter hier. Der ist frisch, aber der kann da aufziehen. Der ist auch frisch. Ich komm mit. Also ihr hört es ja auch im Livestream, wie die beiden hier, Arne und Stefan, miteinander reden. Blindes Verständnis, aber jetzt immer sehr, sehr weit vorne. Barcelona. Jetzt. Aber der Letzte, der Letzte. Pfiff. Hätte ich beinahe gesagt, der fehlt noch. Schöner Fallrückzieher. Ja, durch. Komm, Thomas! Jetzt ist es ein 1-1. Oh. Müller! Da gibt es den Lupfer. Da ist der Depp, Müller. Ah, guck mal hier. Der Müller mit dem Müller. Wenn man das so einmal im Müller sieht, dann spielt das nicht bei dir nackt. Das ist eine Ansage. Ansage an Thomas Müller. Stefan von Field FIFA macht die Ansage, Herr Müller. Sollten Sie bei den nächsten Spielen einmal ein weiteres Tor machen das war jetzt kein Abenteuer für dich. Und Sie das hier auspacken,
den Tanzschritt, dann macht sich Stefan nackig. Das wollen wir alle sehen. Ja, schick. Ja, aus, Schluss, Ende, vorbei. Vielen, vielen lieben Dank an Mochip, Lukas Rieger, dass ihr für den Spaß auf jeden Fall da wart. Dankeschön. Mochip, wo geht's für dich als nächstes hin? An die nächste Konsole. An die nächste. Hier stehen jede Menge. Lukas, wann geht's für dich wieder ins Tonstudio oder ist alles aufgenommen? Alles aufgenommen, aber erstmal auf Tour jetzt. Stimmt, ihr geht auf Tour. Dann viel Spaß dabei. Dankeschön, Mochip. Mein Gott, und mit diesem Sieg geht der mit gestellter Brust von der Bühne. Hat es euch Spaß gemacht. Sehr viel, ich muss sagen, die Jungs haben sich aber echt gut geschlagen. Ja. Die hätten auf jeden Fall ein Tor verdient gehabt, die haben gut gekämpft. Dann ab mit euch runter und ein bisschen mentale Aufbauarbeit hier leisten. Das können die beiden gebrauchen, wobei es ist natürlich auch etwas mit Humor. So, Maxi Gräf, Communications Manager Xbox and Gaming. Maxi. Hi, servus. Servus, wie geht's dir? Servus, mir geht's gut, dankeschön, dir. Mir geht's auch sehr gut. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, über was wir jetzt sprechen, dann geht es mir umso besser. Oha. Ja, denn wir wollen den Menschen da draußen sagen, naja, wie kommen sie an FIFA 17 Bundle, wie kommen sie an den EA Access, um eben quasi heute noch FIFA 17 spielen zu können. Und zwar vor allen anderen. Na, sollen wir uns ein bisschen gemütlich machen? Sehr gerne, ich wollte dir einfach mal. Einfach mal mitkommen. Ich habe da mal was vorbereitet. Oh, das ist aber nett. So. Darf ich mich hinsetzen? Guck mal hier. Ja, natürlich. Komm. Okay. Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir die Maxi herbei. Maxi, wenn wir über, tatsächlich über den EA Access sprechen, über FIFA 17 Bundle, über die Möglichkeit, schon heute zocken zu können, 7 Tage vor Veröffentlichung, wie funktioniert das? Erklär es uns. Sehr gerne. Also da vorne steht ja gerade das Paket. Ja. Vielleicht magst du es ganz kurz nochmal. Aber sehr gerne. Das ist auch nicht ganz so schwer, weil tatsächlich steht das schmucke Stück schon hier vorne. Ich drehe es einfach mal kurz um. Ja. So. Neben der Xbox One S natürlich, die jetzt hier in der 500 Gigabyte Version am Start ist, die gibt es aber natürlich auch noch ein bisschen mehr mit 1 Terabyte. machen wir ein bisschen Homeshopping. So ein bisschen Homeshopping-Fernsehen. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, oh, nämlich ruhig Bob. Alles klar, Bob. Gibt es unter anderem noch Codes und das ist nämlich super wichtig, das muss man tatsächlich nochmal erklären, ja. Weil wenn ihr das gute Stück nämlich für euch bei euch zu Hause dann stehen habt und das hast du nämlich auch super schön gut vorbereitet, dann kommen nämlich diese 3 Schmuckstücke hier nämlich mit dazu und das ist wichtig zu erklären. Ich muss jetzt nur aufpassen, weil das darf ich nicht umdrehen, weil der Gamecode ist nämlich genau hier hinten drauf. Ja, also ich sehe da ein F. das ist natürlich super wichtig, das ist halt dann das komplette Spiel einmal, aber um vorher spielen zu können, ist es tatsächlich dieses gute Paket in dem Sinne und das darf ich umdrehen, weil da hinten musst du nämlich tatsächlich noch freirubbeln. Da erscheint dann der Code. Das kann man eingeben, entweder direkt auf der Xbox One, Xbox.com, auf der Xbox App. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Okay. Und dann ist nämlich die Herausforderung, kurz noch EA Access runterladen. Ah, guck mal, das ist doch keine Herausforderung. Ich finde, du machst es gut. Ich will dich gar nicht länger unterbrechen. Mach weiter. Also am besten EA Access dann einfach herunterladen. Dann muss man sich eben mit seinem Konto anmelden. Eventuell, wenn man noch kein EA-Konto hat, dann auch noch ein EA-Konto erstellen. Und dann gibt es eben unterschiedliche Reiter. Wenn ihr EA Access offen habt, dann seht ihr so einen Reiter, der nennt sich dann Testversion oder eben Game Trials, wenn ihr es auf Englisch gestellt habt. Und da nicht abschrecken lassen, wenn da steht Demo-Version. Da ladet ihr das komplette Spiel runter, also komplett FIFA 17. Ich sehe das genau. Oh, ja. Was denn? Ich mache doch gar nichts. Wobei, das ist natürlich auch, dann behalte ich das hier. Dann einfach das Spiel herunterladen, dann könnt ihr nämlich ab heute, also schon vor allen anderen, ganze 7 Tage, also eine Woche vorher, FIFA spielen. Die Spielzeit ist dann zwar begrenzt auf 10 Stunden in dieser Demo, aber das macht nichts, weil ihr dann nämlich ab dem 29. eben mit diesem vollen Gamecode natürlich vollen Zugriff habt auf FIFA 17 und das dritte, das darf man hier auch nicht vergessen, darf ich auch nicht umdrehen, weil da steht es nämlich auch hinter. Ich zeig's dir gar nicht, sonst liest du es wieder vor. Ich habe da nicht mehr gesehen, außer ein B. Ja. Das ist Xbox Live, unser 14-tägiger Code, mit dem ihr dann nämlich im Multiplayer gegen andere auch zocken könnt, weil das ist natürlich der meiste Spaß an FIFA. Hammer. Und das ist eigentlich schon das ganze komplette Paket. Aber wenn ihr Fragen habt, geht gerne auf unsere Social-Kanäle, einfach xbox.de, überall suchen, Twitter, Facebook. Da könnt ihr uns auch fragen, wenn ihr da Probleme habt. Da haben wir auch extra ein Video gedreht, wo alles nochmal erklärt ist. Ist gar nicht so schwierig. Ja, ich habe dieses Video gesehen. Oha. Ja. Und was sagst du?
Ja, ich habe mir alles aufgeschrieben. Ich sehe es tatsächlich. Code eingeben, am besten alle drei Codes, EA Access App herunterladen, anmelden, EA-Konto mit Xbox Live verbinden und dann FIFA 17 runterladen. Ja, das ist der ganze Spaß. Und vor allem, man hat EA Access für einen Monat, das heißt, man kann die ganzen anderen EA-Titel, die auch in diesem EA Access-Abo enthalten sind, auch noch in der Zeit einfach mitspielen. Finde ich geil. Ja. 10 Stunden. So Leute, jetzt wisst ihr es und ihr könnt nicht sagen, dass ihr es nicht wusstet. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, und Maxi, wir werden auf jeden Fall fleißig spielen, beziehungsweise bei uns hier auf der Bühne geht es ja Schlag auf Schlag weiter. Und man muss ja schon sagen, hier in der ESA-Post ist eine Menge los. Also da müssen wir fragen, was ist denn da draußen im Livestream los? Also die Leute warten darauf. Was ist dein Feedback von den Menschen? Kriegst du ständig die E-Mail? Wann geht's los? Wann können wir online gehen? Ja, tatsächlich gibt es einige Anfragen. Und Gott sei Dank haben wir aber super, super großes, gutes Team, das hinter auch gerade bei den Social-Kanälen steckt und auch jede Frage beantwortet. Das heißt, ja, wir haben im Moment viel zu tun. Und diesmal auch auf jeden Fall Kudos an unser Team, weil die haben heute ganz, ganz viele Anfragen beantwortet auch. Ja. Dann sagen wir Dankeschön an das Team und Dankeschön an Maxi Griff. Dank dir. Vielen, vielen lieben Dank und genieß es. Hör mal, ich genieße es auch. Ich werde jetzt einfach mal das hier ein bisschen, ja, wir sind ja live drauf, ne? So, guck mal hier. Ich fühle mich schon so ein bisschen wie zu Hause hier. Hä? Paddy, unser Kameramann hier vorne. So, zack, einmal den hier oben drauf. Und was soll ich sagen? Also, wir machen weiter. In the Journey. Erlebt ihr als Spieler hautnah die Karriere eines Profifußballers? Und wer könnte diesen Modus besser erklären als ein ehemaliger Profi, der auch noch gleichzeitig ein passionierter Gamer ist? Und damit herzlich willkommen nochmal hier, Ralf Gunesch. So, Ralf, komm hier ruhig nach oben, kannst du auch hier oben anmachen, kein Ding. So, Ralf mal lieber. So, da sind wir wieder. Da seid ihr wieder, da bist du wieder. The Journey. Ja. Wir reden darüber. Wir reden drüber. Lass wir uns gehen zurück in deine Kindheit. In meine Kindheit, ja, es ist tatsächlich so, dass The Journey beginnt eigentlich da, wo jede Profikarriere beginnt, auf irgendeinem Bolzplatz. Und der junge Alex Hunter ist derjenige, mit dem man diese Story spielt. Und diese Story kann man nicht nur begleitend sich anschauen, sondern man kann sie aktiv gestalten. Und deshalb gibt es immer wieder kleine und auch größere Herausforderungen. Und ja, in dem Video, das wir uns jetzt gemeinsam anschauen, sieht man diese Herausforderungen. Startet the Journey für uns. So, und da geht's schon los. Da geht's schon los. Da sieht man Alex Hunter in der Mitte. Und dieses Mal ist die kleine Herausforderung, einen Elfmeter zu verwandeln. Ich habe in meiner Karriere keine Elfmeter geschossen. Aber in dem Fall habe ich es tatsächlich geschafft, anzutreten, was schon mal für mich sehr viel bedeutet. Ich habe mich immer ferngehalten. Und ich muss jetzt die Spannung ein bisschen hochtreiben. Ja, ferngehalten vom Elfmeterschießen, das kann ich vollkommen verstehen. Also, ich weiß nicht, ob ich es freiwillig machen würde. Und da sieht man es, souverän verwandelt, die erste Herausforderung gemeistert. Oh, und jetzt haben wir hier tatsächlich einen Sprung. Sag mal, wer sind denn eigentlich neben Alex die Hauptfiguren in The Journey? Alex ist die Hauptfigur, mit der man selber spielt. Und dann gibt es noch seinen Freund Gareth, der jetzt da mit aussteigt. Der es auch zum Profi schafft und halt seinen Opa selber früher Profi gewesen, der immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht. Und hier sind wir auf dem Parkplatz der Akademie und da trifft man auf einen Rivalen. Und da ist, man kann auch die Dialoge beeinflussen. Es gibt eine coole Antwort, es gibt eine ausgeglichene und eine sehr provozierende Antwort. Ja. Und die Zeit lief ab und dann habe ich aus Versehen die provozierende Antwort gegeben und habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Also arroganter Fatzke fand ich eigentlich als Antwort auch nicht schlecht. Ja gut, auf jeden Fall sind wir da bei der Akademie und ich musste mich in einem Sichtungsspiel beweisen. Ja, und Hand aufs Herz, hast dich gut geschlagen und wie hast du dich geschlagen? Ich denke, ich habe mich ganz gut geschlagen. Also es ist halt so, dass man vor dem Spiel auswählen kann, spielt man nur Alex Hunter oder spielt man das ganze Team. Ich habe mich für die klassische Variante entschieden. Und das Feedback-System, was wir rechts oben sehen, das belohnt positive Aktionen, wie zum Beispiel dieses Tor, was ich mit Alex Hunter erzielt habe. Sehr schön gemacht ist. Ja, steht gut in der Luft. Ralf, nee, Alex. Ja, genau. Aber auch negative Aktionen. Also dann gibt es natürlich Minuspunkte. Das passiert. Ja, und aber alle träumen ja eigentlich davon, irgendwann mal einen Vertrag zu bekommen. Wie Richtig. Ist es bei dir gelaufen? Insgesamt lief es relativ gut. Man sieht es jetzt auch nochmal an der einen oder anderen Szene. Das gibt immer wieder nochmal rechts oben auf das Feedback-System achten. Ja. Pluspunkte. Und es war tatsächlich so, wenn man, da erziele ich dann nochmal ein schönes Tor. Respekt. Ich hätte jetzt fast gesagt wie früher, nur habe ich leider kaum Tore erzielt.
Wenn du Erfolg hast, kommen natürlich die Spielerberater. Es kommen die Agenten und die wollen dich natürlich an den Mann, an den Verein bringen. Das sehen wir jetzt hier in dieser Szene. Da gibt es jetzt noch einen Dialog mit dem Opa, dem Ex-Profi, der sich natürlich für seinen Neffen freut. Und ja, das ist jetzt der Agent, der natürlich versucht, mich an den Mann zu bringen. Und es ist tatsächlich so, dass Alex heiß umworben ist und ich darf mir einen Verein in der Premier League aussuchen. Oh, ja. Für welchen hast du dich entschieden? Ja, ich muss dazu sagen, ich habe 2006 unter Jürgen Klopp bei Mainz 05 gespielt, also habe ich mich natürlich für den FC Liverpool entschieden. Für FC Liverpool. Sag mal, unterscheidet sich eigentlich die Geschichte, je nachdem, für welche Mannschaft man sich entscheidet? Ja, also das hat schon Einfluss auf den weiteren Verlauf der Story. Wenn du dich für einen kleineren Verein entscheidest, hast du wesentlich mehr Spielzeit. Bei einem größeren Verein verdienst du natürlich wesentlich mehr Geld. Und in dieser Szene sieht man jetzt so ein bisschen auch, wie Alex Hunter natürlich überlegt. Und die Entscheidung muss man dann wirklich treffen. Spielzeit oder Geld? Und das ist gerade in jungen Jahren eine ganz, ganz schwere Entscheidung. Ja. Wie hast du dich entschieden? Natürlich mit FC Liverpool für deutlich Kohle. Ich habe mich für meinen Ex-Trainer entschieden, ja. Ja. Komm, dann weckt das so alte Erinnerungen. Ja, es ist schon interessant, wenn man dann Jürgen Klopp das erste Mal da ganz kurz sehen wir nochmal diesen Dialogmodus, wo ich versuche ausgeglichen zu antworten, weil ich natürlich in große Fußstapfen meines Opas trete. Und es war witzig zu sehen, wenn man Jürgen Klopp das erste Mal um Trainingsgelände begegnet. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, es geht ja nicht nur ums Spielen, oder? Man muss ja auch trainieren. Ja, man muss auch trainieren. Hier sehen wir eine Übung, die mir als ehemaliger Abwehrspieler sehr entgegengekommen ist. Da geht es darum, das Tor zu verteidigen. Und da konnte ich sehr, sehr viele Skillpunkte sammeln, weil das defensive Timing ist halt immer noch vorhanden. So. Irgendwann mal kann ich mir gut vorstellen. Ach, guck mal hier, Leistung, exzellent. Ja, gut, ja. Gemacht. Also, überrascht hier. Dich das? Der Mann. Oh! Jetzt kommt es tatsächlich zum ersten Show-Auflauf, beziehungsweise zum ersten Spiel im Liverpool-Trikot. Genau. Wie hast du dich geschlagen? Wie war's? Ich bin mitgeflogen ins Trainingslager in die USA. Da sehen wir Jürgen Klopp. Und durfte dann gegen PSG ein paar Minuten spielen und man bekommt vor dem Spiel Aufgaben erstellt. Das sind drei Stück und die muss man erfüllen. Leider habe ich in dem Spiel nur eine der drei erfüllt. Da sehen wir es. Bewertung von mindestens 8,0 erreichen, nicht geschafft. Okay. Nicht das nächste Tor erzielt, aber insgesamt das Spiel gewonnen. Und eine von drei Aufgaben zumindest erfüllt. Und ich habe gehört, es gibt sogar Gastauftritte von Stars wie Marco Reus. Ja, da ist er nämlich. Weil dann stand das nächste Spiel auf dem Programm gegen den BVB. Und Marco Reus habe ich da im Kabinentrakt getroffen. Es gibt noch mehr Gastauftritte, aber ich möchte jetzt nicht verraten, wer da noch alles kommt. Okay, aber hast du dich denn beim Spiel gegen den BVB besser geschlagen als gegen Paris Saint-Germain? Also ich muss sagen, gegen den BVB lief es richtig gut. Am Ende stand ein 8:0. Oh, Alex. Richtig. Da hast du aber mal einen ausgepackt. Da hat Alex Hunter einen ganz großen Anteil dran gehabt. Drei Tore erzielt, ein Hattrick. Nochmal das Augenmerk auf das Bewertungssystem, was das Motivationslevel sehr hoch hält, dass man immer gute Aktionen startet, weil in dem Spiel habe ich es durch meinen Hattrick halt geschafft, tatsächlich den größtmöglichen Wert von 10,0 zu erreichen. Man könnte auch von einem perfekten Spiel sprechen, weil mehr als 10,0 ist nicht zu erreichen. Wir haben jetzt mal exemplarisch die drei Tore rausgearbeitet. Aber es gab zum Beispiel gerade auch ein ganz klares Rot, Bad Pass, und da ist dein Wert auch runtergegangen. Genau, das ist das, was ich meinte. Bei negativen Aktionen geht der Wert runter, bei positiven geht er hoch. Durch dieses Tor bin ich jetzt auf 9,3 gekommen. Und jetzt fehlt noch das letzte Tor zu den 10,0. Und ich glaube, so viel Zeit haben wir noch, uns dieses Tor anzuschauen. Da gut den Ball geklaut. Ich lobe mich jetzt mal einfach selber. Ja, sehr schön. Ich verfalle in meine Rolle als Kommentator. Gut. Die Situation eingeleitet, würde man sagen. Werde natürlich nicht angegriffen, werde nicht gestört. Ja, und im Prinzip so wie man es sich ausmalt, so habe ich den Ball verwandelt. Und da hören wir auch den Kommentator. Ja, da war eben Frank Buschmann, danke. Buschi, zufrieden mit meiner Leistung. Wo ist er denn? So, der Buschi. Ja. War beeindruckend von meinem Hattrick. Beeindruckend, wie war es für dich? Kurzes Fazit, The Journey mit Alex Hunter. Also mein Fazit von The Journey ist ein sehr positives. Das ist ein echter Zugewinn für alle FIFA-Fans, aber auch ein Zugewinn vor allem für die Solospieler,
Und gerade dieser Bewertungsmodus, dieses Feedback-System sorgt für unglaublich viel Motivation, weil du immer direkt die Rückmeldung bekommst, war es gut, war es schlecht, und du willst halt immer besser werden. Ralf Gunnisch, vielen lieben Dank, mein Lieber. Dankeschön. Ich bin eingetaucht. Du bist eingetaucht. Ja, in deine Welt, in unsere Welt, in die Welt, die man ab dem 29. spielen kann. Ganz genau. Oder eben, wenn ihr heute Abend schon euren EA Access habt, dann auch schon eben heute Abend. So bastelt man sich seine Profikarriere. Ralf, vielen lieben Dank. Gerne. Ich bleibe hier in meinem Wohnzimmer bzw. in der Umkleidekabine. Qualifizieren, aufsteigen, Belohnungen abräumen und dann das Ganze wieder von vorne. FUT Champions ist die brandneue Wettkampfvariante bei FIFA 17 und da geht es eigentlich darum, sich mit den besten Spielern von FUT eben zu vergleichen und dabei eben auch tolle Preise rauszuholen. Benny Drexler von BePart Gaming wird mir jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen und ihr solltet eure Ohren spitzen. Benny, komm zu mir. Hi. Herzlich willkommen hier in meiner Umkleidekabine. Freut mich. Ja, setz dich doch. Ist noch genug Platz. Ja, ich habe es gerade schon eingeleitet. Wir reden ein bisschen über FUT Champions. Genau. Brand new. Du hypst das direkt mal richtig hart. Ja. Kann man auch hypen. Ist einfach der Modus jetzt schlechthin, wo man sich mit den Besten der Besten messen kann und auch richtig dicke Preise gewinnen kann. Ich brauche zunächst mal hier einen Controller, der funktioniert, weil wir hier noch ein bisschen in dem Spiel von vorhin... Ja, bitte geh rein. Ja, ich muss mir die Zeit nehmen, jetzt noch schnell in den Modus reinzukommen, denn wir wollen uns das ja auch Ganze anschauen, wie es im Spiel dann letztendlich aussieht, was es für Möglichkeiten gibt. Sehr gerne. Und ich sag mal so, ich habe mit dem Internet geredet. Ja. Wir haben noch genug Zeit. Kannst du mir kurz den anderen Controller geben? Bitte den hier. Willst du den mal ausprobieren? Ja, wir machen jetzt hier munteres Controller-Raten. Ja, wir haben hier vier. Einer von ihnen wird es auf jeden Fall sein. Ich hoffe es. Welcher es ist, wenn der es nicht ist. Der Controller muss aktualisiert werden. Nee, dann nehmen wir einen anderen. Oder bist du dir sicher, dass es der war? Nee, ich bin mir gar nicht sicher. Ich hatte ja damit nicht so viel zu tun. Ja, das ist halt live. Ne? Ein Livestream ist halt live. Ich schaue jetzt mal. Probier mal ruhig alle anderen aus. Ansonsten haben wir jede Menge Techniker auch bei uns hier. Ich probiere es einfach mal. Einer von den vier muss ja funktionieren. Ja, komm, hau raus. So, zwei haben wir schon mal. Einen habe ich noch hier. Pass mal auf, der wird sein. Das ist der magische Controller. Ich hoffe, das ist nicht der aktualisiert werden muss. Nein, ist er nicht. Den hast du nämlich jetzt links neben dir hingelegt. Nee, das ist der, glaube ich. Ja. Ich mache einfach mal ganz kurz. Ja. Wir aktualisieren. Ich mache das nicht. Oder auch nicht. Ja, aber nichtsdestotrotz geht es ja auch dadurch, also wir können ja auch schon mal ein bisschen darauf eingehen. Genau. Also, FUT Champions. Richtig. Ich mache es einfach dann ohne jetzt. Parallel kann jemand bitte mal gerade kommen und versuchen, das Ding mal gerade hier einzustellen. Und wir reden dann darüber. So. Ben, mein Lieber, kommst du nach oben? Ich gebe noch ganz kurz. Du probierst dich ein bisschen aus. In Ultimate Team reinzukommen, sodass wir es uns anschauen können. Währenddessen gebe ich jetzt einfach nochmal so die Introduction. Ja, ich bitte drum. Also, genau. Was kann man machen? Denn am Ende reden wir auch noch über Preisgelder, die immens hoch sind. Richtig. Also, es ist so, ja. Es gibt die Weekend League, das ist so ein bisschen das Herzstück von dem Modus. Für diese Weekend League, die findet am Wochenende statt, wie man sich verdenken kann. Wie der Name auch schon sagt. Wie man sich verdenken kann. Und für den muss man sich qualifizieren. Und dafür gibt es die Daily Knockout-Turniere. Okay. Die finden unter der Woche statt. Kann man daran teilnehmen, hat man eine bestimmte Anzahl an Versuchen, die man machen darf. Wenn man eines dieser Turniere gewinnt, dann darf man an der Weekend League teilnehmen und hat dann die Möglichkeit, am Wochenende nochmal separat an einem Turnier quasi oder an der Weekend League letztendlich teilzunehmen. Krass. Wie viele Spiele hat man da so am Wochenende? Das sind dann maximal 40 Stück. Und jetzt ist natürlich auch vielleicht die Frage, Wochenende 40 Spiele ist ein strammes Programm. Muss man alle 40 Spiele spielen? Das ist nicht der Fall. Also, um eingeteilt zu werden, was es letztendlich bei den Preisen gibt, reicht es, wenn man schon mal mindestens 5 Spiele gemacht hat. Dann wird man eingeteilt. Die Ränge sehen wir vielleicht gleich nochmal, wenn das Ganze jetzt dann hier auch dann funktioniert. Ja. Aber an sich muss man mindestens 5 Spiele machen, kann dann bis zu den 40 Spielen gehen. Wenn man ganz vorne mitmischen möchte, macht man die natürlich auch am besten. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wenn du jetzt überlegst, wie qualifiziert man sich denn eigentlich für die Weekend League? Also genau. Sind das nur die Daily Knockouts? Nee, du sprichst es an, zum einen über die Daily Knockouts, aber zum anderen gibt es auch die Möglichkeit über den Saisonmodus, den gibt es weiterhin, Online Seasons, ist ja auch ein beliebter Modus. Wenn man dort die erste oder die zweite Liga gewinnt, dann kommt man auch automatisch, kann man teilnehmen an der Weekend League. Und wenn man das dann gemacht hat, gibt es eigentlich noch andere Qualifikationsmöglichkeiten eben für diese Weekend League?
Nee, das hatten wir jetzt. Das ist, das die ist Daily das, ja? Knockouts und die Online-Saison. Okay. Genau. Was noch interessant ist, dass auch die Teilnahmebedingungen teilweise wechseln. Das heißt, die Daily Knockouts, da gibt es dann auch bestimmte Vorgaben, mit was für einem Team man antritt. Das heißt, es gibt immer nicht nur den Modus, bring einfach dein bestes Team, weil das wäre ja dann irgendwo vielleicht auch ein bisschen eintönig, sondern das wechselt auch. Das heißt, man muss dann vielleicht manchmal bestimmte Vorgaben erfüllen, wie die Spielerwertung sein müssen, wie die Chemistry sein soll, bestimmte Ligen vielleicht auch drin, da gibt es ja verschiedene Varianten. Muss man denn, du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, aber für, auch nochmal für uns und für den Livestream, muss man alle 40 Spiele machen? Nein. Und wenn nicht, wie viele sollte man denn mindestens machen, damit man dann auch im Ranking, weil darüber sprechen wir auch noch gleich, ja, im Ranking weiter oben ankommen? Also um auch, sage ich mal, wirklich was mitzunehmen, lohnt es, also muss man schon, denke ich mal, so schon mehr als die mindestens 5 machen. Schon ab 20, 30 Spielen wird es dann, glaube ich, schon interessanter auf jeden Fall. Was auch noch sehr interessant ist, jetzt eine, letztendlich eine Mechanik, wie das funktioniert ist, dass wenn man dann die Siege sammelt, die sammelt dann, wenn man dann halt von den 40 Spielen langsam dann die Siege eingefahren hat, dann spielt man auch gegen Leute, die bei dieser Sieganzahl stehen. Das heißt, man spielt dann auch tendenziell immer gegen bessere Leute und gegen Leute, die auf demselben Niveau quasi spielen. Und das macht es natürlich besonders reizvoll. Das gibt ja dann auch die Komponente, man spielt hier wirklich gegen die Besten der Besten. Der Modus ist so konzipiert, dass am Ende des Jahres der beste Spieler in Ultimate Team bestimmt wird. Wenn wir dann über die Rangeinteilung, über die Bestenliste dann sprechen, es gibt, sagen wir mal, die Top 100. Ja. Sind die dann regional oder sind die eher weltweit? Also bei regional, also ist es nur Europa und nur Nordamerika oder wie ist es? Ich greife nochmal ganz kurz eins zurück. Die Top 100 ist auf jeden Fall schon mal gut zu benennen, weil das sind die besten 100 weltweit. Ja. Bei der Weekend League am Wochenende, das separate Ding. Ja. Da gibt es dann die richtig krassen Preise, muss man echt sagen. Ich hatte schon mal reinschauen können, da gibt es wirklich ordentliche Preise, bis zu 250.000 Münzen, vier Mega-Jumbo-Seltenes-Sets, da sind richtig dicke Packs damit auch vorbei. Ja, und ein Team-der-Woche-Set. Was da genau drin ist, kann ich gar nicht so genau jetzt hier schon, sage ich mal, sagen, weil ich selber nicht weiß. Aber auf jeden Fall, die Top 100 an sich für die Weekend League, die ist weltweit. Aber dann gibt es auch noch ein monatliches Leaderboard, eine monatliche Bestenliste. Und die ist regional. Und da wird dann unterschieden zwischen Europa oder Nordamerika. Ja. Und alle da draußen sagen sich schon so, ja, es darf langsam losgehen mit Fort Champions. Also, das von deiner Seite. Du hast es aber gerade schon angesprochen. Das heißt, wenn man die Weekend League erfolgreich hinter sich gebracht hat, geht es weiter. Genau, dann geht es weiter. Die monatliche Bestliste ist hier nochmal entscheidend. Die Besten, die über die ganzen Wochenenden in einem Monat quasi am besten abgeschnitten haben, die haben dann nochmal die Chance, in die Championship Series reinzukommen. Und da gibt es das dicke Preisgeld von 1,3 Millionen US-Dollar. Das ist ein nettes Sümmchen, würde ich mal sagen. Da denkst du auch schon drüber nach, auch mal da mitzuspielen, oder? Ich habe diese bescheidene Summe von 1,3 Millionen gerade gehört. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, absolut. Ja. Hat jeder die Chance, Xbox, PS4, alle können da mitmachen? Also ich möchte das nochmal festhalten. Also jeder von euch da draußen hat die Möglichkeit. Jeder. Hast du es drin, mein Lieber? Sind wir drauf? 1,3 Millionen. Weißt du Bescheid? Das heißt, du hast ein Ziel. Ja, ich habe ein Ziel. Wann spielt man denn tatsächlich um diese 1,3 Millionen? Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, oder? Das dauert noch ein bisschen, ja. Da werden jetzt auch noch erst die nächsten Sachen festgelegt. Da werden auch demnächst, denke ich, auch die Ankündigung kommen, wie da genau der Zeitplan ist. Jetzt geht es erstmal darum, dass jetzt hier die Leute spielen, reinkommen und natürlich mit vorne dabei sind und so schon mal die besten Plätze sichern und auch schon richtig dicke Preise letztendlich auch absagen können. Holt sie euch die dicken Preise. Das war es auf jeden Fall zu FUT Champions. Dankeschön von BePart Gaming. Gerne, Benny gerne. Drexler. Bei uns ist ja eigentlich schon gefühlt gleich die Zeit wieder rum. Ja. Wie ist es bei euch im Livestream? Was passiert bei euch noch? Wir übertragen das Ganze jetzt auch gerade auf Twitch TV auf unserem Kanal BePart Gaming. Da geht's gleich weiter nach der Show. Nämlich wir haben schon den Early Access, wir kommen schon in den Genuss von der ganzen Sache. Das heißt, wer jetzt noch ein bisschen heiß auf FIFA 17 ist, der schaut am besten bei uns auf Twitch TV vorbei, BePart Gaming. Und ja, ich glaube, da wird es dann auch noch richtig lustig zur Sache gehen. Vielen lieben Dank, Benny. Sehr gerne. Wir sehen uns später auch noch garantiert bei dem einen oder anderen erfreulichen Getränk. Warum nicht? Das darf ja auch mal sein, so ein isotonisches, verstehst du? So, jetzt lass mal gerade auf meine schlauen Zettel schauen. Ich werde bekloppt. Leute, wir sind schon fast am Ende. Wir sind ja tatsächlich schon fast am Ende unseres Livestreams. Wir haben allerdings auch noch den Gewinner. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich auch fragen, warum gucke ich eigentlich immer die ganze Zeit in diese Richtung? Paddy, wollen wir es auflösen? Komm, wollen wir es ein bisschen auflösen? Dreh mal ein bisschen nach da, guck mal hier. Da ist die Regie, ja? Da sitzen die Leute, die mir auch dann hin und wieder das ein oder andere auf mein Ohr geben. Und ich schau mal runter. Jungs, wie sieht's aus? Irgendwann mal, also wer ist der Gewinner? Aus dem Livestream. Haben wir den Namen? Warte mal.
Zum allerersten Mal merke ich in diesem Livestream, dass mein In-Ear aus ist. Vielleicht erbringt ihr mir einfach den Zettel. Wir machen es einfach so. So. Ist das der Nachname? H. Punkt? Ja, ja. So, mein Lieber. Gewonnen hat diese mega geile Xbox One S. Moment. Eduard H. aus Berlin. Vielleicht mal hier in im ESA-Post mal einen Riesenapplaus für den Eduard H. Gratulation. Das Ding kommt zu dir nach Hause. Das habe ich damals als Jugendlicher habe ich das immer geliebt, wenn immer irgendjemand irgendwas immer hin und her geschoben hat im Fernsehen. Weißt du? So. Das stellen wir hier hin. Eduard, Gratulation. Alle anderen werden sagen, schade. Wir sagen, holt sie euch, die Xbox One S. Dann darf ich nochmal darauf hinweisen, natürlich sich ganz schnell den EA Access zu holen, Code eingeben, am besten alle drei Codes eingeben, EA Access App herunterladen, dann anmelden, EA Konto mit Xbox Live verbinden, FIFA 17 runterladen und ab geht die Post. 10 Stunden spielen und dann sich freuen auf den 29. September, denn dann heißt es, FIFA 17 ist draußen. So, was sage ich jetzt noch, außer EA Sports in a game. Mein Name ist Amius und ich sag tschüss, au revoir, bye bye und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. So, das war's also. Das neue FIFA 17 demnächst im Handel, habt ihr mitbekommen. Vielen lieben Dank, Ralf, dass du vor Ort warst in München und für uns berichtet hast. Vielen Dank euch auch fürs Zusehen. Und jetzt machen wir natürlich weiter im laufenden Programm auf rocketbeans.tv. Tschüss.